So. Ich frage mich. Levioso. Also ich war ja schon mal. Mag den Typ nicht. Ah, hier, warte mal. Warte, warte, warte. Okay, ich weiß wo. Noch 5 Stück. Dann habe ich nächste Herausforderung fertig. Lass dich dafür rausspringen. Das war's runter. Nice. Nehme ich. So, aber jetzt. Auf zum Unterricht. Das ist ziemlich lange mal Zeit. Was haben Sie jetzt vor? Lernen. Smedleys werden dich nun für immer als treuen Verbündeten und Freund betrachten. Und deine Karte ist der Drache. Wie aufregend, schätze ich. Dir steht wohl ein Abenteuer bevor. Meine Damen, Professor Shah. Astronomie ist kein Wahrsagen. Sie finden die Geheimnisse des Kosmos weder in ihren Handflächen noch auf dem Boden von Teetassen. Leider bleibt den Blauäugigen der Himmel verborgen. Wenn sie sich nun aber der beharrlichen und sorgfältigen Beobachtung widmen, erhaschen sie vielleicht einen Blick. Nehmen Sie daher bitte Ihre Teleskope mit. Heute sind wir auf der Aussichtsplattform. Sie haben noch keines? Sie können nicht für immer der Neue sein, ja? Teilen Sie mit Mr. Takar. Hier, ich kann das für dich einstellen. Nein, nein, stellen Sie es scharf. Selbstständig. Weiter belegen. Sollte er so sein? Oder war das ein Bug? Ja gut.
Lass mal so stehen. Gut, ich erwarte, dass Sie auch außerhalb des Unterrichts die Sterne beobachten. Ist das klar? Professor, es ist eiskalt. Kälte hielt die großen Sterngucker von damals auch nicht auf. Das ist Elefant, Alter. Sie sich nur die Astronomie-Altäre auf, der Typ. Die sie im ganzen Hochland aufstellten, wo sie vor Jahrtausenden genau dieselben Sterne beobachteten. Ist das klar? Oh. Sie können gehen. Warum friert denn der Herr Doss? Was denn? Hallo. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Amit. Ich bin quasi ein Astronomie-Experte. Hallo, Amit. Schön, dich kennenzulernen. Habe ich Professor Shah richtig verstanden? Du hast kein eigenes Teleskop? Ich habe noch ein zweites, das ich dir leihen könnte. Das kann ich nicht annehmen, Amit. Du brauchst es vielleicht. Doch, wirklich. Ich brauche es nicht. Es ist mein altes. Ich habe endlich das neue Celestia Contemplor. Du hast sicher davon gehört, oder? Ich meine, natürlich hast du das. Es ist ja nur das absolut beste Teleskop, das man bekommen kann. Aber mein altes Modell ist auch nicht übel. Koboldglas, erstklassige optische Verzauberungen. So ein exzellentes Gerät sollte nicht als Staubfänger enden. Also ich danke, Amit. Gern geschehen. Das Teleskop steht im Lagerraum direkt unter uns. Nichts übersehen. Auf mich wartet unten noch etwas zu lesen. Komm danach zu mir und bring das Teleskop mit. Ich möchte etwas mit dir besprechen. Ja, gut. Ich hab die Sterne. Das ist sein altes Teleskop? Sieht brandneu aus. Ach, die perfekte... Professor Shah, ich würde gerne mehr über Astronomie erfahren. Immer seltener trifft man auf Schüler, die sich mit himmlischen Dingen befassen, aus eigenem Antrieb. Aber wenn Sie wirklich die Bahnen im Kosmos kartieren wollen, müssen Sie Ihren Geist vom irdischen Geplapper anderer befreien. Wir selbst sind wie unbeschriebene Himmelskarten, wissen Sie? Leere Leinwände, die nur darauf warten, all das aufzunehmen, was das Universum zu bieten hat. Verstehen Sie? Sie haben im Unterricht Astronomie-Altäre erwähnt. Worum handelt es sich dabei? Vor langer Zeit haben Liebhaber der Astralkünste überall Steinplatten aufgestellt. Sie sind ideal, um Sternenkonstellationen nah und fern zu studieren. Über Jahrhunderte nutzten Zauberer diese Astronomie-Altäre zur Sternenbeobachtung. Leider sind sie jetzt nur noch Mahnmale des unerschrockenen intellektuellen Strebens einer vergangenen Epoche. Stimmt es, dass Sie nur wenig von der Wahrsagerei halten? Von allen anderen Disziplinen, die hier gelehrt werden, ist Wahrsagen sicherlich die schwächste. Vor allem, wenn es um diesen astrologischen Unsinn geht. Astronomie und Astrologie sind nicht dasselbe. Das eine ist verbriefte Wissenschaft, das andere purer Wahnsinn. Danke, Professor. Ich freue mich schon auf die Sterne. Das höre ich gern. Die Sterne stehen heute günstig. Ja, und morgen bestimmt auch. Professor Shah ist so kalt und distanziert wie die verfluchten Sterne. Ich weiß nicht, was man von Astronomie-Altären lernt. Amit meint alles zu wissen. Er sagte mir sogar, dass er Koboldogak spricht. Für mich klang es wie Kauderwelsch. Die perfekte Nacht für... Ich habe das Teleskop. Es ist schöner, als ich dachte. Einem angehenden Astronomie-Genie würde ich doch kein drittklassiges Lunaskop anbieten. Aber, da ist noch etwas. Ach ja? Worum geht's? Erinnerst du dich an die Astronomie-Altäre, von denen Shah erzählt hat? Ich habe ganz zufällig auch etwas über sie gelesen. Und anscheinend gibt es sogar einen hier in Hogwarts. Ich glaube, damit könnten wir verborgene Sternbilder finden. Und du brauchst also Hilfe beim Suchen? Ja, bist du dabei? Vom Koboldsteinclub will niemand mitkommen. Sie meinten, sie würden lieber von Steinen angespuckt werden als... Na, alles Feiglinge. Lass uns gehen, solange die Sterne zu sehen sind. Ich zeige dir dann auch, wie du das Teleskop benutzt. Versprochen. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Los! Klasse! Du wirst es nicht bereuen. Wollen wir? Nee, aber... let's go.
Einfach machen. Der Altar ist an einer Schlossmauer da vorne. Suche nach einer Steinplattform. Etwas, was da nicht hingehört. Wir erkennen ihn schon, wenn wir ihn sehen. Dann mal los. Es heißt, die Standorte der Altäre wurden einst von Zentauren zur rituellen Sternbeobachtung markiert. Es ist schön, die Sterne mal in Gesellschaft zu erforschen. Ich bin gerne... So gruselig ist es hier draußen nachts gar nicht, was? Der Koboldsteinclub ist feige. Ehrlich? Ich muss jetzt hier vorpreschen? Warum führst du uns nicht an? Ein Typ. Hilfvoll. Das sind doch nur ein paar Spinnweben und etwas Staub. Nichts Beunruhigendes. Oh, sicher. Nur nicht so sauber, wie ich erwartet. Mehr Spinnweben? Du glaubst doch nicht, dass hier Spinnen lauern. Ach Quatsch. Doch nicht so nah bei der Schule, Amit. Hier. Ja, da ist der Altar. Ja, komm her. Lasse dir den Vortritt. Na los, versuch es mal. Das Sternbild sollte in der Mitte deines Blickfelds erscheinen. Sobald du das Teleskop ausgerichtet hast, können wir unsere Sternkarte ausfüllen. Ah, okay, ich hab schon. Beim Sterngucken geht es um Geduld und Präzision. Ich rede von Geduld, ja? Schwierig. Meine Geduld ist nicht so mein Ding. Ich hatte recht mit den Altären. Sie sind tatsächlich Tore zu weit entfernten Galaxien. Wie im Buch. Ich weiß gar nicht, warum du das, Daniel. Unschätzbaren Wert. Ich werde dich auf jeden Fall in meine Memoiren erwähnen. Wie du meinst, Amit. Wie du meinst. Wart's nur ab. Ich werde dich mit dieser Aussage zitieren. Das ist erst der Anfang. Du findest mehr von diesen Altären auf dem Gelände und im Wald. Sie warten nur darauf, von einem würdigen Astronom entdeckt zu werden. Also ganz klar von jemandem wie dir. Und was mein altes Teleskop angeht, du musst es nicht zurückgeben. Behalte es ruhig. Das ist sehr großzügig. Danke. Ach, gerne. Es besteht aus Koboldglas und trägt eine Inschrift in Koboldogak. Ich spreche Koboldogak praktisch fließend, weißt du? Es kommt vor allem auf die Kehllaute an. Und das R muss locker von der Zunge rollen. Freut mich jedenfalls, dass dein Abenteuer erfolgreich war. Bis bald. Ja. Also das war jetzt nicht das Spannendste, muss ich ganz ehrlich sagen. Immer schön, den Astronomieturm bei Nacht zu sehen. Was für ein Anblick. Naja. Gut. Treffen hat sie nach Einbruch der Dunkelheit. Hat in der Blutlinie, sprich mit Sebastian. Wie viele Monde habe ich jetzt? Hier, 6. War immer nicht genug. So, wenn ich mal reingucken. Zwischendurch mal. Also derzeit finde ich nichts Besseres, ne? Gleich auf mit dem, was ich habe.
Und Platz habe ich noch genug, ne? Ja, gut. Genug will ich jetzt nicht sagen. So, Kampf. Rundung. Handbuchseiten habe ich schon 75% Errungenschaften. Ja, in den Kleidungsladen muss ich auf jeden Fall mal gehen. Definitiv. Ich gehe eh gerade mal hier hin. Gehen wir kurz am Verkauf vor. Ich wollte mir halt, bevor ich mir irgendwas anderes hole, erstmal die ganzen Rezepte und alles holen. Das ist das Ding an der ganzen Sache. Aber jetzt mal kurz nebenbei, für die, die schon weiter sind. Kann man später mehr als 4 verschiedene Tierarten im Raum der Wünsche haben? Oder nicht? Auf geht's nach Hogsmeade. Gleich. Lassen Sie mich wissen, falls Sie nach etwas Bestimmtem suchen. Ja, jetzt. So. Ach, ernst jetzt? Lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen anderweitig helfen kann. Oder verarschen. Revelio. Alivandas Zauberstabgeschäft. Zauberstab aus verschiedenen Hölzern und mit einerlei Flexibilität, jeder mit einem von 3 magischen Kernen, suchen sich ihre Besitzer in diesem gemütlichen, unübersichtlichen Laden aus, der von dem freundlichen und sachkundigen Gerbold Ollivander geführt wird. Familie Ollivander ist seit 382 vor Christus als Zauberstabmacher tätig und galt als die weltbeste Großbritanniens, wenn nicht sogar der Welt. Kurz. So, triff Nati. Revelio. Ich glaube, hier war ich noch nicht drin, ne? Kann das sein? Also, so viel wie hier noch rumliegt, bezweifle ich das gerade. Aber das ist draußen. Hintenrum. Andere Seite hintenrum.
Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Eine große Kiste, nice. Na, ja, hier komme ich nicht rein. Okay. Ups. Kann ich wohl die fliegen? Egal. Einfach ignorieren. Morgen. Komm ich auch noch nicht rein. Kann er nicht rein. So. Man sieht halt so viel, ne? Ich habe die Hoffnung, noch irgendwie ein paar schöne Dinge zu finden nebenbei. Rivelio. Die sahen auch schon mal besser aus. Rivelio. Pflanzen. Das ist ein Goldsack. Wer ist denn das? Oh, macht er das? Das ist ein Hühner. Ich wollte sagen, hä? Sterben gern, um mir ein paar Sickel zu machen. Darüber reden wir nochmal jetzt. Entweder für Millionen. Komm, ich befrei dich. Armes Tier. Ich nehme dich gerne mit. Keine Sorge, dich fängt keiner mehr. Ruhig. Ich tu dir nicht. Rivelio. Bist du in einem guten... Zweifellos schon lange verlassen. Selbstsack. Nein, hier ist die Katze. Oh. Lass die Katze los. Lass sie. Oh. Ich bin aber gleich da, ne? Sehe ich gerade. Na komm, lass mich in Ruhe. So. Mal gucken, was sie jetzt hier gleich hat. Lass mal hier. Hallo, zack. Wie schön Sie zu sehen. Nein. Psst, hier drüben. Leise. Steh neben dir. Gut, dass dich meine Eule erreicht hat. Wir müssen in Deckung bleiben und still sein. Nati, was ist los? Was machen wir hier draußen? Wie versprochen, habe ich untersucht, was Harlow vorhat. Ich habe ihn in den Eberkopf verfolgt.
Er hat einen Brief gelesen. Alles, was ich erkennen konnte, war die Unterschrift und das Siegel von Victor Rookwood. Und nachdem du meintest, dass Rookwood und Harlow hinter dir her sind, dachte ich, du wärst perfekt geeignet, um sie mit mir zu erledigen. Ein für alle Mal. Der Brief ist der Beweis, den Officer Singer braucht. Deshalb habe ich Harlow hierher verfolgt und dir geschrieben. Ich brauche deine Hilfe, um an ihn heranzukommen. Können wir nicht direkt zum Ministerium statt zu Officer Singer? Denkst du etwa, die hören auf Schüler? Nur Officer Singer kann eine Untersuchung einleiten. Das Ministerium kommt später dazu. Du scheinst Rookwood und Harlow unbedingt aufhalten zu wollen. Warum? Leute wie ihn kenne ich aus Uganda. Wenn man sie nicht stoppt, können schlimme Dinge geschehen. Das ist eine lange Geschichte. Ich erzähle sie dir, wenn wir mehr Zeit haben. Jetzt sollten wir tun, wozu wir hier sind. Ja. Ich helfe dir mit dem Brief, Nati. Freut mich zu hören. Zuerst müssen wir in den Bergfried. Ich gehe zum Haupttor. Such du einen anderen Eingang. Ja, war ja ich klar. Ich sehe zwar keine Wachen, aber wir sollten möglichst lautlos vorgehen. Harlow ist schließlich hier. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Alle lautlos. Was ist das? Getötung. Das hat geklappt. Accio. Wingardium Leviosa. Es war kein anderer Eingang, aber so, warte mal. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Ach, Kalle. Kann ich mich damit auch hochheben? Wingardium Leviosa. Nee. Hier muss ich nur gerade stellen oder so. Oder? Warte. Andere Idee. Accio. Accio. Wingardium Leviosa. Ich darf natürlich nicht fliegen. Rebellion. Impulso. Rebellion. Warte. Leviosa.
Wollt ihr hoch? Ganz schnell, hat nicht geklappt. Ich muss einen Weg ins Torhaus finden, um Nati das Tor zu öffnen. Hattet ihr nicht vor, so herzustellen? Sackgasse. Es muss einen anderen Weg geben. Ihr wollt nur einen Loot haben. Ich sag mal so, Not macht erfinderisch, ne? Können wir reingucken? Hier war doch was, ne? Not macht erfinderisch. Ah, willkommen. Könnte das Tor hochziehen. Ich kann nicht glauben, dass ich das aufschreiben muss, aber ihr Schwachköpfe hört einfach nicht zu. Schiebt das Tor auf. Bringt es nicht. Wenn es noch einmal in die Luft fliegt, schwöre ich, ist es euer Ende. Das war dumm von mir. Wo komme ich hier raus? Oder muss voll der geile Loot, ne? Hätte klappen können. Geht das? Nee, doch nicht. Hätte sein können. Ah, warte. Dann anders. Ah, zu früh. Mann. Zu früh. Nein. Ja, schon klar. Erstmal jetzt hier die Kiste weg, die ich mir voll auf dem Keks. Hier weg da jetzt. Hör's mich. Muss man mal da runter. Das geht nie ganz auch, ne? Nein. Wingardium Leviosa.
Furioso. Kann ich alles vorsagen? Lass mich mal probieren. Mensch. Gut gemacht. Ich bin gleich da. Ich wusste, du schaffst das. Zu einfach. Da lang. Ich übernehme die Tür. Darauf wäre ich auch noch gekommen. Das habe ich vorhin auch schon mal gehabt. Dass man mehrmals Dings für den Impulse nehmen muss. Hätte ich auch selber gekommen. Kann ich auch selber. Stellen kann ich auch. Ah. Das ist der Hauptturm. Ich vermute, dass wir Harlow und den Brief dort finden. Wir müssen vorsichtig sein, sobald. Ja, genau, bei meiner Show. Haltet das Spiel fest! Yeah. Oh. Yeah. Wolkenschwinger. Kennst du diesen Hippogreif? Schreib zum Dach, Herr Oh nein. Na gut, neuer Plan. Ich hole die Beweise, du befreist den Hippogreif. Okay? Das ist unsere Chance. Los! Verdammt! Es muss doch noch einen anderen Weg aufs Dach geben. Irgendwo. Wie wär's mit deinem Besen? Rivelio. Wenn es um Tierwesen geht, entweder die Bestie verschlingt dich oder du verschlingst sie. Ich bevorzuge letzteres. Naja. Ich hoffe, Natti hält sich aus Ärger raus. Ja, ich kann mir den Schatz hier hochholen. Ja, genau. Wie gesagt, Besen haben, nutzen sie nicht, den Verlangungszauber nutzen sie nicht. Der sicherste Ort. Accio, Wingardium Leviosa. Was war das nochmal? Einmal kann ich drehen. Manieren sind immer wichtig, selbst in einem. Welchen Buchstaben noch? Welche Buchstaben war das nochmal zum Drehen? Also Q und E. Verdammt. Warte, nee. Gucken wir bei. Bei. Sammlung. Das sind Zauberstabköpfe, Werkzeuge, Gegner. Wollen wir das nicht immer nachgucken? Hatte ich doch letztens im. Ach, qua. Ach, ich bin so blöd, ne? Komm mal weg da. Hier. F und V und Q und E. Achso, das ist aber nicht zum. Leviosa!
Oh, so. Einfach so. Rivelio. Money. Das tut natürlich leid jetzt. Hätte auch ruhiger laufen können, aber wenn ich will, hat schon. So, habe ich irgendwas verpasst noch? Hier noch eine Kiste. Ist hier mit drin? Tatsächlich. Einfach mal eine Kiste übersehen. Alter. Ach, hier darf ich selber machen, ja? Okay. Hm. So. Hallo. Da, let's go. Hier ist ein Sack irgendwo. Drüben auch noch welche. Nicht so schwer. Ich glaube, da komme ich noch rüber. Ach nee, von da komme ich, ne? Da komme ich noch nicht rein. Hm. Irgendwas hier? Nö. Nee. Okay. Du kehrst in der Holzkiste nach Hause. Auto. Da hast du den Ding gerade echt mit Hühnchen gemacht? Mir ist ja leid mit dem Hühnchen, aber. Hallo Homura. Ups. Hab ich auch noch nicht gesehen. Mann, hier schön wie cool. Hat schön wie Stil gehabt, würde ich sagen. Da gehen wir gleich rein. Genau, erstmal kurz hier mitnehmen. Hey, mitnehmen. Da muss ich hin. Also gehe ich erstmal hier lang. Lieferung. 4-mal Joba-Knolle, Vorsicht. 3-mal Kniesel, schlauer und gemeiner als sie aussehen, Vorsicht vor den Krallen. 5-mal lila Riesenkröten, nur mit Handschuhen anfassen. Einmal Thestrid, ich weiß, dass ihr sie sehen könnt. 2 Hippogreife haben eine Spur, wo man ein paar bekommt. 0 mal Phoenix. Oh. Ihr seid das. Mensch. Komm mal her. Ich rette euch. Ich spiele mit denen, keine Sorge. Nita, Nettlemuff, ach ne, Niffler. Ja gut.
Geld. So muss ich Max letztens gefühlt haben. Schwierig. Muss noch höher, also gehe ich jetzt mal hier lang. Kisten. Astrid, behalte mein Versteck im Auge, ja? Es gehört dir. Sollte ich auf mysteriöse Weise verschwinden. Der Lügner hat uns um unser Hab und Gut betrogen. Also habe ich genommen, was ich konnte und es hier versteckt. 20 verdammte Jahre und wir werden nicht besser behandelt, als die Narren, die seit 2 Wochen hier sind. Manfred. So lange planiert hat er schon. Hammerhart. Rebellion. Das ist ohne Beförderung. Wolkenschwinge. Alles ist gut. Ganz ruhig. Ah, da seid ihr. Komm schon. Alohomora. Mach schon. Kann ich jetzt Hippogreif fliegen, echt? Hey! Oh, die Bösen, die wollen uns töten. Wie cool. Hey, das haben sie auch von Harry Potter geklaut. Da ist der Hogwarts Express. Muss eine außerplanmäßige Fahrt sein. Ach, die muss keinen Schlüssel knacken. Wenn ich viel machen. Wie nice, oder? Ob man uns wohl vom Schloss aus sehen kann? Eigentlich realistisch. Ach, tiefer geht nicht. Wirklich unglaublich, oder? Wolkenschwinge, los! Voll cool. Oder? Ich war nicht sicher, ob wir lebend rauskommen würden. Alles lief glatt. Ich hatte alles unter Kontrolle. Hast du den Brief finden können? Hab ihn Harlow einfach aus der Hand beschworen. Ich hätte nicht gedacht, dass er uns mit einem Todesfluch belegen würde. Das wird er nicht vergessen. Sei auf der Hut. Natürlich. Was stand in dem Brief? Dass Rookwood einen Phönix sucht. Keine Ahnung, wo er einen finden will. Aber er enthielt auch Harlows Befehle, im Schloss nach den Wilderern zu suchen. Genug, um Harlow mit den Verbrechen in Verbindung zu bringen. Ich bringe den Brief zu Officer Singer. Sie muss etwas unternehmen, wenn sie ihn sieht. Und jetzt sag mir, wo du diesen Hippogreifen begegnet bist. Ich kannte nur Wolkenschwinge. Und zwar dank Poppy. Poppy Sweeting kennt einen Hippogreif? War ja klar.
Poppy wird erleichtert sein, dass Wolkenschwinge sicher ist. Ich habe die richtige Person gefragt. Mutter wird sich Sorgen machen. Ich muss los. Komm bald zu mir. Ich habe viel zu erzählen. Wolkenschwinge, neuer Gegenstand freigeschaltet. Ich hab da gleich was zu sagen. Warte noch eben kurz. Ah, jetzt kann ich auch auf den anderen Dingern reiten, cool. Und auf Caligo auch, cool. Hier, wir sind da. 15, okay. Auch gut. Ich habe von einem Zauberer erfahren, der von Harlow schikaniert wird. Er kann uns vielleicht die nötigen Beweise liefern. Wir sollten gemeinsam mit ihm sprechen. Wir treffen uns bei ihm zu Hause. Wenn Sie Zeit haben, kommen Sie bitte in den Raum der Wünsche. Deke sagt, dass er Ihnen etwas mitzuteilen hat. Sie haben sicher Neuigkeiten bezüglich des Kobolds, den Sie erwähnten. Treffen wir uns doch in der Kartenkammer und besprechen die nächsten Schritte. Also erstens, ich finde das ja schön und gut, dass wir jetzt überlebt haben und dass wir da rausgekommen sind und nicht von einem Todesfluch belegt wurden, so, ne? Aber wir haben Loot vergessen. Da liegt noch so viel Loot rum. Was für eine Katastrophe. Punkt 2. Wo kommen die ganzen verdammten Quests jetzt schon wieder leer? Da habe ich gerade mal alles abgearbeitet, jetzt kommt wieder alles voll. Punkt 3. Ich habe neue Gegenstände freigeschaltet. Nennen diese Tiere Gegenstände. Das ist nicht in Ordnung. So. Los, komm schon, Wolkenschwinge.